Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fondue-Rezepte gibt es vermutlich so viel wie Fondue-Köchinnen oder Köche und alle schwören auf ihr ganz persönliche Rezept. Im Frischmärz-Studio wollen wir Ihnen heute noch mal eins verraten, eins, das Sie vielleicht noch nicht kennen. Zur Seite steht uns bei dem Fondue-Exkurs wie gewohnt der Armin Amrain. Grüezi miteinander. Jetzt aber zurück zu den beiden Fondue-Lagern, die am weitesten verbreitet sind. Die einen beharren unerbittlich auf Selbermachen und raffeln ausschließlich ihre persönliche Mischung. Die anderen hingegen schwören auf die Marke fixfertig und wollen am liebsten problemlos und schnell zu ihrem Fondue-Genuss kommen. Wie fast überall gibt es auch hier einen Mittelweg oder so eine Art gut eidgenössischen Kompromiss. Zum Beispiel die beiden Fondue-Frischmischungen, die unsere Spezialisten für Sie zusammengestellt haben. Die Gob-Spezialmischung mit ausgereiftem Gruyère und Schweizer Raclette-Käse und das feine, besonders cremige Moitié-Moitié mit halb Gruyère und halb Vacherin-Fribourgeois. In beiden Packungen hat es 400 Gramm frisch geriebenen Käse, also die ideale Portion für zwei Personen und einen gemütlichen Fondue-Abend. Sie haben sich heute für ein eher ungewohntes Fondue entschieden, Armin. Richtig, es ist ein Tomatenfondue mit Raclette-Käse und das geht so. Festkochende Herdöpfel wie Charlotte oder Nicola ungeschält knapp weich kochen und warm stellen, wenn ich das hier zum Zeitsparen schon gemacht habe. Jetzt presst die Knoblauchzehe in einen Esslöffel Anke andämpfen. Tomatensaft, Tomatenpüree und ein bisschen Zucker dazugeben und aufkochen. Das Gaglo ab der Platte ziehen und grob geriebenen Raclette-Käse in die Tomatensauce streuen und so lange rühren und aufkochen, bis er geschmolzen ist. Maizena in einem Glas Rotwein auflösen, ins Fondue rühren und nochmal aufkochen. Und wer es gerne hat, mit wenig Grappa parfümieren und mit Salz, Pfeffer aus der Mülle und geilem Pfeffer würzen. Statt Brotwürfel Herdöpfelstückchen auf Gabel stechen und dann wie gewohnt ins Fondue eintauchen. Weitere lustige Fondue-Rezepte finden Sie diese Woche in der Beilage der Coop-Zeitung. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Herdöpfel, Knoblauch und Anke, Tomatensaft, Tomatenpüree und Zucker, Raclette-Käse, Maizena, Rotwein, Grappa, Salz, Pfeffer und Geien. Wer sich übrigens mit der Variante Herdöpfel nicht anfreunden kann, darf natürlich weiterhin bei seinen Brotwürfeln bleiben. Wenn Sie schon lange kein Fondue mehr gemacht haben oder wenn es Ihnen das letzte Mal nicht so richtig gelungen ist, finden Sie auf der Coop-Fondue-Mischungen eine ausführliche Kochanleitung und praktische Tipps. Zum Beispiel, wenn das Fondue nicht binden will, wenn es dünn oder zu dick ist und so weiter. Und für die ganz Vorsichtigen oder für alle die, die auch gegen urplötzlich auftretende Fondue-Gelüste jederzeit gewappnet sein wollen, gibt es bei uns schliesslich auch noch fixfertige Fondue und das in verschiedenen Sorten zum Abwechseln. Abwechslungsreich bleibt auch das Posten in unseren Läden dank neuen und attraktiven Aktionsangeboten zum Auffüllen des berüchtigten Januarloch. Ein Kilo inländische Gala-Äpfel kommen Sie über für 2,80 €. Und Cornflakes im Duopack kostet 2,95 €. Mit der GoProfit-Karte gibt es 4 Liter UHT-Milchtrink für 3,95 €. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Gerade sind die Festtage vorbei und schon gibt es wieder etwas zum Feiern. Morgen ist nämlich Epiphanie, das Fest der Heiligen Drei Könige. Auch in der Schweiz, sonst streng republikanisch, werden wieder zahlreiche Könige und Königinnen gewählt, die für einen Tag regieren dürfen. Möglich werden die Wahlen wie immer dank dem traditionellen Dreikönigskuchen und unsere Bäcker sind auf den Ansturm bestens vorbereitet. Das war es für heute aus dem Coop Frischmärz-Studio. Ich hoffe, es hat Ihnen Spass gemacht. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.